Sonnenuntergang entgegenlaufen. In diesen Genuss kamen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Amstettner Nightruns am 1. Juni. Der Lauf stellte den ersten Bewerb der Amstettner City Games dar. In 5 verschiedenen Runs stellten die Läuferinnen und Läufer ihr Talent unter Beweis. Wir sind eine riesen Gruppe und das macht hoffentlich Spaß. Manche trainieren schon ganz lang und manche sind neu. Auf jeden Fall haben wir voll durchgestartet. Von jung bis alt gingen zahlreiche Läuferinnen und Läufer an den Start. Das Rennen führte sie vom Hauptplatz über die Kirchenstraße zum Graben und wieder zurück. Die Stimmung war dabei sowohl auf als auch rund um die Strecke ausgezeichnet. Mit dem Abend zeigte man sich daher auch sehr zufrieden. Die Startplätze sind gut gefüllt, ich sage gut und nicht sehr gut, es geht natürlich immer ein bisschen mehr. Aber alles in allem, mein Team oder unser Team, sagen wir so, arbeitet extrem sauber, extrem fleißig. Und ja, der erste Teil, die Kids-Bewerbe, waren einmal sehr, sehr toll und zufriedenstellend. Die Jüngsten eröffneten also die Bewerbe des Amstettner Nightruns. Dafür haben viele fleißig trainiert. So auch Mimi. Sie erkämpfte sich den 3. Platz. Einmal habe ich jetzt für diesen Lauf geübt, aber wenn Zeit ist, schon oft. Während die jüngeren Sportler auf Strecken ab 500 Metern unterwegs waren, legten die Läufer im Einzellauf und im Business-Team sowie im Nightwalk je 5 Kilometer zurück. Im Staffellauf waren es 2 Kilometer. Bei den Herren ging der Sieg im Single an Niklas Keller. Bei den Damen an Carolina Sandhofer. Ja, Wahnsinn. Ich glaube, der Sieg bedeutet mir heute extrem viel. Ich habe am Sonntag Staatsmeisterschaften auf der Mitteldistanz gehabt. Das heißt, ich bin sehr müde dann an den Start gegangen. Deshalb hat der Sieg heute ganz viel Bedeutung für mich. Unterstützung für das Event gab es neben der Stadt Amstetten und dem Stadtmarketing auch von der Sparkasse. Die Bank war beim Lauf auch mit zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern vertreten. Ja, wir sind mit Bernd Keller, mit den Reds, seit vielen, vielen Jahren verbunden. Zunächst mit dem Mosteman, aber auch mit dem Verein der Reds. Und natürlich sind wir auch da von Anfang an dabei. Der Bernd hat das heuer das 3. Jahr am Laufen, den Nightrun. Und wir sind da von der ersten Minute an dabei als Sponsor, natürlich auch als Teilnehmer.